Moin Moin und willkommen im Alice 19 Nimmerland. Ich hab's getan, hätte ich beinahe gesagt. Ich bin einmal die komplette Ernte durchgegangen. Das heißt, hier 35, 36, 37, die zwei Felder hier oben, in der 25 diese beiden Felder. Alles abgeerntet, bis auf dieses hier war es alles Sojabohnen. Die zwei Felder hier waren nicht bestellt. Einfach aus dem Grunde, dass hier oben, ja, Baustelle, das ist so klein. Das Ganze. Jetzt blinkt der. Aber jetzt nicht mehr. Rausgekommen ist Folgendes. Diese vier Anhänger. Aber zuerst, wie das halt meistens immer so ist. Die Kuh macht Mu und bringt viel Milch. Also, das geht als allererstes. Man merke 39.000 am Anfang. Man will ja mal schauen, was da rauskommt. Was, ja, das Ganze bringt. Man muss, ja, was heißt so, das Wachstum. Bodenbeschaffenheit. Ich habe es diesmal, ja, hier sieht es etwas komisch aus. Versucht, ordentlich zu düngen. Cursplay kann das scheinbar total toll. Naja, gut. Also bei den zwei Feldern, ja. Da müsste auch noch Kalk drauf. Kommt auch noch. So, die Milch ist weg. Der aufmerksame Zuschauer hat vielleicht gesehen, dieser große Grüne, der zweite von rechts. Den hatten wir das letzte Mal nicht gekauft, nur den gelben. Den habe ich auch jetzt nicht gekauft, nur ich habe gemerkt, okay, passt nicht mehr. Selbst dieser kleine Anhänger musste sein, musste mitgenutzt werden. Das heißt, ich habe mir den mal ganz schnell geliehen oder gemietet, um genau zu sein. So, 39.000 hat man gesagt, jetzt sind wir schon bei 19.000. Ein bisschen sliden mit dem Traktor hat auch was. Was haben wir hier? Ah, das ist der Hafer. Da hatte ich Glück. Das Hafer, oder der Hafer, passte ganz genau in einen Anhänger. Okay, es waren noch 53. Die habe ich einfach mal schnell ins Gino gepackt, weil. Noch einen Anhänger ansetzen, da muss nicht sein. Und fürs nächste Mal hat man da noch ein bisschen was. So. So, jetzt kommen wir schon zu den großen. Also bis jetzt war das Ganze nur, ich nenne es mal Vorspiel. 39.000. Jo. Fast 40.000 schon allein nur mit dem Vorspiel. Also mit diesem kleinen da. Hier fehlt noch minimal. Ja gut. Was soll's? Es ist weniger Sojabohnen geworden, als ich dachte. Es waren aber auch die Felder nicht alle bestellt. Bestellt schon, aber nicht überall komplett gedüngt. So, dementsprechend ja. Aber. Naja, fast 100.000 jetzt schon. So, kommen wir hier durch, ja. 54.000 nur aus einem. Upsa. Man sollte sich nicht auf diese Anhänger konzentrieren, man sollte sich darauf konzentrieren, wo man hinfährt. Was ich zwischendrin kaufen musste, was man jetzt sieht, schon die ganze Zeit, das Gewicht. Diesen Anhänger hier hinfahren, war ohne Gewicht doch, ich weiß mal nicht, ja, beschönigen, es war mehr als nur eine Qual. Ab der Hälfte habe ich aufgehört und habe dann ganz einfach Gewicht geholt und schon ging das. So, eingenommen haben wir jetzt
Na. Ja. Pi mal Daumen 180.000. Das ist definitiv nicht wenig. So, jetzt geht es aber noch weiter. Wir haben ja, also, ja, man sieht es jetzt schon, ein Mähdrescher und noch ein Traktor hier. Denn die haben, naja, wenn man schon bei der Ernte ist, braucht man eine ganze Menge Tank. Also Sprit. Und das wollte ich jetzt nochmal mit nachtanken, weil ich mag es nicht, wenn die unterhalb der Hälfte sind. Ich kann das überhaupt nicht leiden. So. Wow, ganze 346. Also wenn es die Spritpreise mal normal so werden. Zack. Bitte den Motor. Also fast 180.000. Es ist wesentlich angenehmer als vorher. Angenehmer in dem Sinne, ich habe mir Curseplay mit draufgeladen, Curseplay mit hinzugenommen. Kurz die Felder erstellt und habe die einfach machen lassen. Dann konnte ich mit mit dem Traktor einfach nur abfahren und gut war. Das ging ganz gut, aber ja. Im Nachhinein ist das natürlich, wie man feststellen musste, so, dass man ja auch alles wieder vorbereiten muss. Das ist zum Großteil auch schon passiert. Aber es ist nicht gerade wenig Arbeit, sage ich mal. Wir haben hier schon mal die Hänger. So. Der Mähdrescher muss auf jeden Fall repariert werden. Der fängt nicht, nur der hat es gut. Der Eicher lebt noch. Das ist wichtig. Ja, das war's. Mehr hatten wir nicht. Das ist nicht viel. Genau, der Eicher steht noch und macht seine Dinge. Eigentlich steht er derzeit nur da, um den Kühen Wasser zu geben. Weil ich dazu sagen muss, der könnte auch mal ein bisschen Stroh, ne? Also ein bisschen Stroh schafft er definitiv nicht. Also nicht mit dem Ladewagen. Also das habe ich mal aus Spaß probiert. Dafür ist er doch zu klein. Jo. Eigentlich ist er nur da, um Wasser zu holen. Das ist das Einzige, was der macht. Wenn er denn losfährt. Also der steht nur da, zack, Kühe hier habt ihr und gut ist. Gedüngt habe ich die Felder übrigens, jo, mit Mist und trotzdem haben die Kühe noch eine ganze Menge. Ich muss aber dazu sagen, ja, ich musste zwischendrin dazu kaufen. Kostet natürlich auch einiges an Geld. Dafür, dass man 180.000 an Einnahmen hatte, hätte ich es komplett allein gemacht. Ja, hätte ich nicht ganz so viel ausgeben müssen, aber durch die ganzen Helfer, ja, man hatte schon seine 10.000, 10, 20.000 Ausgaben. Aber es sind 160.000 mindestens. Und mit den 160.000 kann ich mir, also was ich überlegt habe, dass eventuell ein Spritwagen. Bin ich mir dann nicht 100% sicher, aber wahrscheinlich Sprit. Damit nicht immer, also gerade mit dem Mähdrescher bis davor eiern. Muss ehrlich zu sagen.
So, ist er aus. Ist er aus. Guter alter Eicher. Ja, na, die Kuh. Genau das ist. Also, wir haben 180.000 gemacht mit der Ernte der ganzen Felder. Und ja, die letzten Felder werden jetzt gerade noch, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Genau. Hier wird noch tja, gesät. Die zwei Felder müssen noch gesät werden und da auch noch. Und dann. Nein, die zwei sind, glaube ich, sogar schon fertig. Achso, ja, die sind schon fertig. Man sieht hier CP für sowas nicht geeignet. Fürs Sehen, aber naja, gut. Hier oben noch und dann, ja, geht's bald in die nächste Ernte mit 180.000. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wer mag, kann gerne ein Like drücken. Man sieht sich. Ciao, ciao.